Jede schwierige Sache, zu der Gott euch auffordert, ist nicht dazu da, euch unglücklich zu machen. Sie ist dazu da, euch dahin zu bringen, so viel mehr im Leben bewerkstelligen zu können, als ihr euch je vorstellen könnt. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, Nachsicht zu üben. Erst kürzlich habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel »Tu dir selbst einen Gefallen, vergib«. Und beim Schreiben wurde mir wieder ganz neu bewusst, wie wichtig es ist, dass wir keine wütenden Christen sind. Ein wütender, ein verärgerter Christ ist ein Widerspruch in sich. Neulich habe ich das Wort Liebe in einem griechischen Wörterbuch nachgeschlagen. Ich setze mich häufig mit dem Thema Liebe auseinander, weil mich das in Richtung Liebe zieht. Und ich weiß, dass das Gottes Wille ist. Also habe ich mal wieder das Wort Liebe nachgeschlagen, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Und dort steht unter anderem, dass Liebe das Hauptthema des christlichen Glaubens ist. Bitterkeit, Verbitterung und Unversöhnlichkeit sind nicht Liebe. Wut ist nicht Liebe. Wenn Liebe also das Hauptthema des christlichen Glaubens ist, wie können wir als Christen dann wütend oder verärgert sein und darin kein großes Problem sehen? Und wisst ihr, nur weil wir zur Kirche gehen und ein Lächeln aufsetzen, sobald wir über die Kirchenschwelle treten, heißt das nicht, dass Wut für uns kein Thema ist. Das gilt nicht für alle. Aber viele von euch waren innerlich voll Ärger, als ihr heute hier reinkamen. Vielleicht seid ihr sogar zusammen mit jemandem reingekommen, auf den ihr wütend seid. Vielleicht seid ihr auch verärgert über etwas, seit ihr hier im Saal sitzt. Vielleicht habt ihr den Platz nicht bekommen, den ihr gerne wolltet. Das Lied, das ihr euch gewünscht hattet, wurde nicht gesungen. Die Lichter stören euch. Wir regen uns manchmal über die albernsten Dinge auf. Jetzt hört mir zu, das ist nämlich sehr wichtig. Den meisten Boden, den der Teufel im Leben eines Gläubigen gewinnt, gewinnt er durch die offene Tür der Unversöhnlichkeit. Den meisten Boden, den Satan im Leben eines Gläubigen gewinnt, gewinnt er durch die offene Tür der Unversöhnlichkeit. Lasst uns dazu zwei Bibelstellen anschauen, 2. Korinther 2, die Verse 10 und 11. Und natürlich zeigen wir die Stellen auf dem Bildschirm. Ich unterrichte, wie ihr vielleicht wisst, nach der Amplified-Bibel. Wenn ihr diesem Mann vergebt, das ist der Apostel Paulus, der das schreibt, wenn ihr diesem Mann vergebt, vergebe ich ihm auch. Denn wenn ich etwas vergeben habe, was immer es auch war, tat ich es in der Vollmacht Christi zu eurem Besten. Und in Vers 11 sagt er dann, warum er so bereitwillig vergibt und warum er möchte, dass seine Leser so bereitwillig vergeben, damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Vielleicht haben einige von euch Probleme in ihrem Leben, wo der Teufel irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen hat. Eventuell bittet ihr Gott, das Problem wegzunehmen, aber ihr seid nicht bereit, jemandem zu vergeben, der euch verletzt hat. Wenn ihr nicht vergebt, werden auch eure Gebete nicht erhört. Aber Joyce, du weißt nicht, wie ich mich fühle. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich sage es trotzdem, eigentlich schert es mich nicht, wie du dich fühlst. Und ich meine damit nicht, dass ich kein Mitgefühl habe. Ich meine damit, dass wir darüber hinwegkommen sollten, uns so um unsere Gefühle zu drehen. Ich wünschte, ich könnte mich immer gut fühlen, aber das ist leider nicht der Fall. Und eine Bibelstelle, die ich später noch vorlesen will, ist aus dem Brief an die Kolosser, wo es heißt, dass wir Nachsicht wie ein Gewand überstreifen sollen. Wusstet ihr, dass wir uns ganz bewusst entscheiden können, nachsichtig zu sein? Nachsicht hat nichts mit Fairness zu tun. Wenn man Nachsicht mit jemandem hat, heißt das, dass man der Person etwas gibt, was sie nicht verdient hat. Man entschließt sich, fünfe gerade sein zu lassen, obwohl man es ganz genau nehmen und auf sein Recht pochen könnte. Damit lasse ich dich aber nicht davon kommen, das war falsch, was du da gemacht hast. Aber in der Bibel steht, dass wir nachsichtig sein sollen und dass das Wichtigste die Liebe ist.
Eine der wichtigsten Lektionen, die ich in den letzten 10 oder 15 Jahren gelernt habe, ist, mich bewusst für das Richtige zu entscheiden. Nicht, weil mir gerade danach ist, sondern weil ich mich bewusst entscheide. Mehr noch, wenn ich das Richtige tue, auch wenn mir gerade nicht danach ist, wachse ich geistlich. Wenn ich das Richtige tue, weil mir danach ist und weil es mir leicht fällt, wenn es kein Kampf ist, dann agiere ich in einem Bereich, in dem ich bereits gewachsen bin. In diesem Bereich habe ich mich bereits darin geübt, das Richtige zu tun. Denkt also nicht, dass es immer leicht sein wird, das Richtige zu tun, aber denkt daran, wenn es euch schwerfällt, das Richtige zu tun, dann freut euch, weil ihr sagen könnt, ich wachse. Ich wachse geistlich, indem ich die richtige Entscheidung treffe. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Epheser 4, Vers 26, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Mir gefällt das, weil es bedeutet, dass man zornig sein kann, ohne zu sündigen. Zorn an sich ist nicht unbedingt Sünde. Zorn ist eine Emotion, die Gott in uns hineingelegt hat, um zu wissen, wann wir falsch behandelt werden. Zorn ist also nicht unbedingt sündig. Was wir mit unserem Zorn machen, das ist es, was zur Sünde werden kann. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ich frage mich, wie viele Menschen hier heute sind, die Gott anbeten und ihn bitten, sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern, gestern jedoch ärgerlich schlafen gegangen sind. Man kann zu Hause Streit mit seinem Ehepartner haben und wütend zu Bett gehen, obwohl man genau weiß, dass man sich demütigen, zum anderen hingehen und die Sache bereinigen sollte, selbst wenn man gar keine Schuld hatte. Das ist der springende Punkt, oder? Das war doch nicht meine Schuld. Der andere soll bitte schön zu mir kommen. Gott fordert uns nicht auf, anderen zu vergeben, nur damit wir etwas Schweres zu tun haben und er sich zurücklehnen und zuschauen kann, wie wir uns abschwitzen. Alles. Und jetzt hört zu. Wenn ihr heute nur diesen einen Punkt mitnehmt, war es schon wert, dass ihr gekommen seid. Alles, wozu Gott euch auffordert, ist langfristig zu eurem Vorteil. Alles, alles, jede Schwierigkeit, die es zu meistern gilt, jede Sache, die es aufzugeben gilt und alles, was zu tun ist, obwohl ihr es lieber nicht tun würdet, jede Person, zu der ihr euch haltet, obwohl ihr sie lieber im Stich lassen würdet, jede schwierige Sache, zu der Gott euch auffordert, ist nicht dazu da, euch unglücklich zu machen. Sie ist dazu da, euch dahin zu bringen, so viel mehr im Leben bewerkstelligen zu können, als ihr euch je vorstellen könnt. Und ich bete, dass Gott heute meine Worte benutzt, um jemandem begreiflich zu machen, dass ihr über all diese Gefühle des Zorns und diese Gefühle der Verbitterung hinauskommen müsst, über all diese Gefühle nicht mehr mit demjenigen reden zu wollen, der einen verletzt hat. Dass Gott einen höheren Weg für euch hat. Denn wenn ihr all den Streit und die Verbitterung und den Zorn aus eurem Leben streicht, werdet ihr hin und weg darüber sein, was Gott für euch tun kann. Ich frage mich, wie viele Menschen für so ein Wunder beten, aber nicht bereit sind, ihre Unversöhnlichkeit loszulassen. Ihr werdet schockiert zu erfahren, wie viele Leute hier heute sitzen, wunderbare Leute aus dieser Gegend, die die Lieder mitsingen und einen christlichen Aufkleber auf dem Auto haben, die christlichen Schmuck tragen, die ihre Bibel mitgebracht haben. Eine Bibel mit 26 Übersetzungen oder so. Vielleicht kaufst du dir später sogar noch die CD von dieser Veranstaltung, aber du bist trotzdem wütend auf jemanden. Du findest zwar nicht gut, wenn andere wütend sind, aber in deinem Fall hältst du es für gerechtfertigt. Wir verstehen eben einfach nicht, was du durchgemacht hast. Wisst ihr, als Jesus gekreuzigt wurde, sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als Stephanus gesteinigt wurde, sagte er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Wenn wir das verstehen können, was ich euch jetzt gleich vermitteln möchte, kann das unser Leben umkrempeln. Letztes Jahr hatte ich innerlich den Eindruck, dass Gott mir etwas ins Herz flüsterte. Er sagte, Joyce, wenn dich jemand verletzt, solltest du dir viel mehr Sorgen darum machen, was die Person dadurch sich selbst antut, als was sie dir antut.
Gott nimmt das nämlich nicht besonders gut auf, wenn jemand seinen Kindern wehtut. Gibt es hier Väter und Mütter? Wie geht ihr damit um, wenn jemand einem eurer Kinder wehtut? Ich werde dann so... Oh, mir kann man fast alles antun, aber wenn man einem meiner Kinder Schaden zufügt, dann fällt es mir sehr schwer, an dem Tag eine Christin zu sein. Euch auch? Und Gott gefällt das genauso wenig. Wenn Leute unfair und unfreundlich zu seinen Kindern sind, sie abstempeln und kritisieren und ungutes Zeug mit ihnen anstellen. Deshalb steht in der Bibel, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Wir sollten für unsere Feinde beten, weil sie uns sowieso nicht viel schaden können, solange wir es nicht zulassen. Sie sind diejenigen, die Hilfe brauchen. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ich kann aber nichts daran ändern, wie ich mich fühle. Es geht nicht darum, wie ihr euch fühlt. Es geht darum, welche Entscheidungen ihr trefft. Ich habe gemerkt, dass ich zu Dave gehen und mit ihm reden kann, wenn ich wütend auf ihn bin, ganz gleich, ob mir danach zumute ist oder nicht. Wenn man wütend auf jemanden ist, ist der erste Impuls, sich abzugrenzen und Mauern zu errichten. Ich gehe in solchen Fällen lieber aus der Haustür raus und komme durch die Hintertür wieder rein, als durch das Zimmer zu gehen, wo er gerade ist. Könnt ihr euch wiedererkennen? Aber ich habe gemerkt, dass ich mich entscheiden kann, in das Zimmer zu gehen und zu sagen, wie läuft das Fußballspiel? Kann ich dir was zu trinken holen? Hab dich lieb. Ich gehe jetzt ins Bett. Ganz schnell. Wer von euch ist auch der Meinung, dass Wut ein großes Problem für Christen ist? Und wisst ihr was? Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Jeder von uns sollte persönlich Verantwortung übernehmen und sagen, ich will nicht eingeschnappt bleiben. Man kann zwar nicht immer ändern, wie man sich fühlt, aber man kann ändern, was man tut. Wir sind frei in unserer Entscheidung. Und wenn wir lange genug das Richtige tun, ziehen unsere Gefühle schließlich nach. Ich sage das nochmal. Wenn wir lange genug das Richtige tun, ziehen unsere Gefühle schließlich nach. Wenn man für seine Feinde betet, ist es schwer, wütend zu bleiben, weil man nicht leicht wütend auf jemanden sein kann, für den man betet. Also kann man damit anfangen, für Leute beten, die einen verletzt haben. Betet für sie. Und was ihr noch tun könnt, wenn ihr wütend seid, ist, die Bibel herauszuholen und euch mit dem Thema zu beschäftigen. Wisst ihr, wenn ich Kopfschmerzen habe, klebe ich mir kein Pflaster an den Kopf. Und wenn man wütend auf jemanden ist, muss man sich nicht damit beschäftigen, wie man Wohlstand erlangt. Lest, was die Bibel über Zorn, Verbitterung und Unversöhnlichkeit sagt und setzt euch so lange damit auseinander, bis ihr ein Aha-Erlebnis habt. Wohlstand zieht später schon noch nach. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Strebt nach den Dingen, die Gott euch aufträgt. Dann gibt er euch schon, was ihr braucht. Ihr müsst dem Erfolg nicht nachjagen. Lasst den Erfolg euch nachjagen. In Philipper 2, Vers 5 steht, dass wir so miteinander umgehen sollen, wie Christus es uns vorgelebt hat. Und dann ist darüber die Rede, wie Jesus sich selbst erniedrigt hat. Demut ist wahrscheinlich die erstrebenswerteste Charaktereigenschaft, die wir entwickeln können und wahrscheinlich auch die, die am schwersten zu erlangen ist. Aber Jesus möchte, dass wir wahre Demut haben. Und ich bin überzeugt, dass man ohne Demut unmöglich nachsichtig mit anderen sein kann. Ich bedauere sagen zu müssen, dass ich vor einiger Zeit so wütend wurde, wie ich es schon lange nicht mehr gewesen bin. Ich war richtig schockiert darüber, wie wütend ich wurde. Anlass war eine Verwandte, nicht Dave, Gott sei Dank. Dave und ich sind jetzt schon so lange verheiratet, wir machen uns nicht mehr die Mühe, auf den anderen wütend zu werden. Im Januar waren es 44 Jahre. Warum soll man sich da noch in den Haaren liegen? Ich war wütend auf jemand anders. Ich erzähle die ganze Geschichte in dem Buch, das ich gerade geschrieben habe.
Hier sei nur gesagt, dass sich die entsprechende Person meinem Empfinden nach wirklich total daneben benahm und übertriebenen Druck auf mich ausübte und das zu einer Zeit, wo ich das überhaupt nicht gebrauchen konnte. Ich bat die Person um einen ganz kleinen Gefallen und da ist sie gleich ausgerastet. Und da bin ich dann auch ausgerastet. Normalerweise tue ich das nicht. Aber ich habe ihr eine Standpauke gehalten. Und ich habe allen davon erzählt, wie sie sich verhalten hat. Ich habe Dave davon erzählt, ich habe meine Kinder angerufen und ihnen davon erzählt. Und das geht gar nicht. Wir wollen heute noch darüber reden, dass Liebe Fehler zudeckt. Liebe entblößt andere nicht. Liebe deckt zu. Liebe nimmt andere in Schutz und wahrt Beziehungen. Liebe zerstört sie nicht. Aber ich war so wütend, dass es mir nicht reichte, sie nicht zu mögen. Ich wollte, dass auch alle anderen sie nicht mochten. Macht euch das nicht auch rasend, wenn jemand euch verletzt hat und dann erzählt euch jemand, der die Person auch kennt, wie nett sie ist? Brennt ihr dann nicht darauf zu sagen, da kann ich dir aber ein ganz anderes Lied erzählen? Auf jeden Fall blieb ich bei meiner Meinung und fand, dass meine Verärgerung gerechtfertigt war. 3 Tage verstrichen und ich dachte, sie würde mich anrufen und sich entschuldigen. Kein Anruf. Beim morgendlichen Gebet dann, und es ist schwer zu beten, wenn man Gott nicht gehorcht, weil er einem beim Beten dann höchstwahrscheinlich etwas sagt, was man nicht hören will. Also ich betete morgens und vermutlich war inzwischen genug Zeit vergangen, dass Gott endlich zu mir durchdringen konnte. Auf alle Fälle legte er mir ans Herz, die andere Person anzurufen und mich bei ihr zu entschuldigen. Ich kann euch sagen, meine Reaktion war, oh Gott, nein, 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 bitte diesmal nicht. Könntest du zur Abwechslung nicht mal einen anderen dazu bringen, das Richtige zu tun? Die andere Frau ist doch auch Christin. Ich schob das noch ein bisschen vor mir her. Und ich war sicher, dass sie die Gelegenheit am Schopf ergreifen würde, zu sagen, stimmt, du hast mich verletzt, ja, das hättest du nicht machen sollen, ja. Also betete ich, okay, Gott, ich mach das, weil ich dich liebe und ich dir gehorchen möchte. Aber könntest du bitte machen, dass sie sagt, ich habe mich auch daneben benommen. Ich dachte, vielleicht schaffe ich das, wenn ich nicht die volle Verantwortung übernehmen muss. Also rief ich an und hoffte halb, dass sie nicht rangehen würde, weil sie oft nicht ans Telefon geht. Aber siehe da, sie war an dem Tag zu Hause und konnte mit mir reden. Und ich sagte einfach, hör mal, ich wollte dir nur sagen, wie leid es mir tut, dass ich vor einigen Tagen so ausgerastet bin. Und ohne zu zögern sagte sie, ach, schwamm drüber, ich habe mich auch nicht so gut benommen. Oh, das tat so gut. Der ganze Druck wich von mir. Ich konnte wieder beten. Es half auch, dass ich gerade ein Buch zu diesem Thema schrieb. Aber ich musste mich demütigen. Ich fand zwar nicht, dass ich ursprünglich Unrecht hatte, aber meine Reaktion auf ihr Verhalten war falsch gewesen. Selbst wenn euch jemand falsch behandelt, ist der Zorn, den ihr verspürt, ebenso falsch. Wir sollten viel mehr Gelassenheit entwickeln. Von Natur aus bin ich überhaupt kein gelassener Mensch, aber ich habe viel Gelassenheit gelernt. Und wisst ihr warum? Weil man es sich sonst nur unnötig schwer macht, wenn man ständig aus einer Mücke einen Elefanten macht und alles nach den eigenen Vorstellungen laufen muss. Es gibt eine Bibelstelle, die ich absolut liebe. Ich finde, es ist eine der schönsten Stellen in der ganzen Bibel, und zwar Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will eure Seelen erleichtern und erfrischen. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Ist das nicht wunderbar? Er ist demütig und freundlich. Und ich liebe den Rest. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen.
Sie wird erfrischt werden, sich erholen und segensreiche Ruhe finden. Sobald ich bereit war, mich zu demütigen und mich zu entschuldigen, einfach um den Frieden zu bewahren, obwohl ich der Meinung war, dass sie sich eigentlich bei mir entschuldigen sollte, sobald ich das tat, stellte sich zur Belohnung sofort innere Ruhe bei mir ein. Meine Seele kam zur Ruhe, denn mein Joch passt euch genau. Und mir gefällt, was die Amplified-Bibel hier hinzufügt. Es ist nicht streng, hart, scharf oder drückend. Ich wurde von einem Mann erzogen, meinem Vater, der sehr streng, hart und aufbrausend war. Wenn man in seiner Nähe war, stand man unter Druck. Und traurigerweise wurde ich in meinen jüngeren Jahren meinem Vater sehr ähnlich. Immer pochte ich auf Regeln. Wer keine Nachsicht übt, ist wie versessen auf Regeln. Beides geht nicht. Entweder pocht man auf Regeln oder man ist nachsichtig. Auf Regeln zu pochen heißt, dass man bestimmte Erwartungen von Menschen und Situationen hat. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, regt man sich auf. Und gewöhnlich lässt man das andere Menschen wissen. Natürlich sollten wir schon Gutes erwarten. Wir sollten das Beste vom Leben erhoffen. Aber eines sollten wir von Menschen nicht erwarten, und das ist Perfektion. Wir sind nicht perfekt. Es gibt keine perfekte Kirche. Es gibt keinen perfekten Job. Es gibt keinen perfekten Ehepartner. Es gibt keine perfekten Kinder. Wären wir perfekt, würden wir Jesus nicht brauchen. Wir alle. Alle, A-L-L-E, haben Schwächen. Wir haben Stärken. Und wir alle haben auch Schwächen. Und deshalb hält uns die Bibel immer wieder dazu an, schnell zu vergeben. Wir sollten großzügig Vergebung austeilen. Wir sollten immer das Beste von jedem glauben. Und wir müssen unbedingt Nachsicht üben, sodass unsere Reaktion gleich ist. Ach, Schwamm drüber. Mach dir keine Sorgen, das ist keine große Sache. Ich mache auch Fehler. Nicht, was? Wie konntest du mir nur sowas antun? Und was verbirgt sich hinter so einem Satz? Wie konntest du nur so dumm sein, so einen Fehler zu machen und dadurch mich, die Perfektion in Person, zu verletzen? Wer dagegen demütig ist, weiß, wie verkorkst er selbst ist. Wer demütig ist, weiß, dass er ohne die Gnade Gottes, die Nachsicht Gottes, die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes, die Freundlichkeit Gottes, sich selbst völlig vergessen könnte. Deshalb ist die Geschichte im Matthäusevangelium so wichtig. Da fragte Petrus, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Ich finde das witzig. Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Anscheinend dachte er, dass es da eine Grenze gibt. Wir alle denken manchmal, wenn du das noch ein einziges Mal machst, dann hast du meine Grenze überschritten. Und dann erzählte Jesus eine Geschichte von einem Mann, der seine Schulden nicht begleichen konnte und der darum bat, dass ihm die Schulden erlassen werden. Sein Herr erließ ihm die Schulden, doch dann nahm derselbe Mann andere Leute am Kragen, die ihm viel weniger schuldeten, als er geschuldet hatte. Kommt, wenn ihr heute auf jemanden wütend seid, dann seid ihr dieser Mann. Weil ihr eure Schuld nicht bezahlen konntet und Gott gebeten habt, sie euch zu erlassen, und das hat er auch sofort getan. Er hatte Nachsicht mit dir und er wird jedes Mal mit uns Nachsicht haben, wenn wir mit unseren Schwächen zu ihm kommen. Jedes Mal. Wie können wir uns da weigern, anderen zu vergeben, wenn sie uns verletzt haben? Ist es still hier? Was für Erwartungen habt ihr an Menschen? Dave und ich hatten viele Jahre lang eine Menge Probleme, bis wir uns endlich gegenseitig so annahmen, wie wir sind. Wir hatten sogar ein Treffen in der Küche
wo wir uns die Hände schüttelten und uns gegenseitig ansahen. Ich sagte, ich nehme dich so an, wie du bist, und er sagte, ich nehme dich so an, wie du bist. Das hieß nicht, dass wir beide keiner Veränderung bedurften, aber wisst ihr was? Nur Gott kann Menschen verändern. Ihr schafft das nicht, jemanden zu verändern, indem ihr euch darüber aufregt, wie er momentan ist. Vielleicht ändert sich die Person vorübergehend, um es euch recht zu machen, aber wenn Gott ihr Herz nicht verändert, dann taucht die Schwäche irgendwo wieder auf, vielleicht in einem anderen Gewand, aber auftauchen wird sie. Deshalb ist es so viel besser, für Menschen zu beten. Nachsicht üben bedeutet aber nicht, dass man nie ein Problem ansprechen darf. Jesus hat Probleme angesprochen, er hat Menschen zur Rede gestellt, aber er hat sie dabei immer noch geliebt. Ihr solltet lernen, von den Leuten in eurem Leben nicht zu erwarten, dass sie perfekt sind. Denn keiner von uns ist perfekt. Je mehr Zeit wir mit Menschen verbringen, desto mehr Gelegenheit gibt es, dass sie uns verletzen oder ihre Fehler zutage treten. Wir sollten Nachsicht üben mit den Fehlern anderer und uns bewusst machen, dass zu einer anderen Zeit andere auch mit uns nachsichtig sein müssen. Wir wünschen uns gute Beziehungen, und um die zu bauen, sollten wir immer schnell vergeben. Heute sind wir gerade in Thailand. Und dieser Junge hier, Somdet, hat einige tragische Dinge erleben müssen. Aber Gott sei Dank kann er jetzt in diesem Kinderheim leben. Und seine Zukunft sieht wieder rosiger aus. Seine Eltern sind beide bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er 6 war. Und als er gefunden und hierher gebracht wurde, litt er an einer schweren Ohrenentzündung, die einen Hörschaden und viele andere Probleme mit sich brachte. Nach einer 2-jährigen Behandlung kann er jetzt wieder gut hören. Also vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, Somdet und anderen Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt ein Zuhause zu geben. Faltenfrei über Nacht. Essen Sie sich schlank. So angeln Sie sich Ihren Traumtypen. Keine Lust mehr auf leere Versprechungen? Wie Sie echte Zufriedenheit finden und sich gleichzeitig wieder wohlfühlen, erklärt Joyce Meyer in ihrem Buch Gut aussehen, gut fühlen. Bestellen Sie das Buch im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411.